Zum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Wir haben sicherlich eine 0 da, liebe Maya. Frage. Nichts. Nichts. 0 wird vielleicht das. Also. Oh ja, nichts. Das ist nichts, schau. Ja, auf beiden Zählen. Das da könnte eine 0 sein. Ja, das ist eine 0 sein. Das ist sicher 0. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Ja, Buddy. So geht das. Das war's. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Dass man da alles lernt. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir... Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Gefallen. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Interessant. Krallen des Adlers. Benutzt sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Warum erfahre ich das jetzt?
Und da sticke ich immer selber, wenn ich das sehe. Boah. Was? Warum kannst du dich da abneutachen, hä? Nein, aber da muss man normal viel mehr Luft holen. Okay, ich muss doch noch einmal Luft holen. Nochmal zurück. Da bin ich jetzt komplett deppert. Ich habe gerade so die Orientierung verloren. Da. Ist der nicht herkommen? Ich glaube schon. Macht nichts, dann ersticke ich halt. Oder wirst du von Piranhas gefressen? Also jetzt weiß ich von Haus aus, jetzt gehe ich nicht nach rechts. Ich werde euch sehen, nix. Sind auch Piranhas, gell? Ja, ich weiß. Luftblase. Geh raus. Das verstehe ich nicht. Ist kurz vorm Ersticken oder Ertrinken? Macht er mal. Hast du gerade gesagt? Wieder runter. Nein, das verstehe ich nicht. Das ist unlogisch. Das ist wenigstens ein bisschen. Das macht sogar im ersten Teil. Haben wir schon genug? Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Hol Kinder. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Das einmal. Und mal das wieder nehmen. Zack. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier! Ja, genau. Wovor haben die so viel Angst? Na genau, wovor haben die so viel Angst? Von dir? Ist ja nur in die Bäume aufgehängt worden, ist ja nichts passiert. Genau, sterben wir alle.
Ich weiß schon. Vor dem Tod haben sie Angst. Nicht herunterhopfen, ne? Und Suizid machen. Ich hätte schon gern probiert. Sachen speichern. Scheiße, ich hab mein Funkgerät verloren. Oh, er hat sein Funkgerät verloren. Da. Was war das? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Was war das? Sie sollen sich beeilen, verdammt! An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Ja, was sind das trotzdem für Viecher da, bitte? Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen, Zähne, der Angriff, die Schreie, Knochen. Es ist vorbei, du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Alles okay jetzt? Ziel am Boden. Ich wiederhole. Ziel am Boden. Ziel am Boden passt. Dann machen wir es halt noch einmal. Bevor ich jetzt Action-Spiel spielen muss, ich will lieber Stealth und das gibt's ja nicht. Dann machen wir es halt nicht. Beta-Team, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen, Zähne, der Angriff. Ich sichere die Flanke. Sichtkontakt zu feindlichem Ziel. Das kannst du doch besser. Waffen in Sicherheit und für Angriff bereithalten. Er schießt sie. Gib mir Deckung. Ich muss nachladen. Waffen entsichern. Ich sehe mir das mal an. Ich hab schon wieder einen verloren. Gescheiß, Herst. Jetzt gibt's nur noch. Warum kann ich's nicht einfach chillen und umbringen? Das gibt's ja nicht. Die Sucht nach Action. Okay. Aber jetzt verspreche ich's, ich geh nur noch stealthen jetzt. Beta-Team, Verstärkung. Ich wollte schon mit dem Pfeil schießen, aber nicht. Ich warne euch! Nicht so. Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen, Zähne, der Angriff, die Schreie, Knochen. Es ist vorbei, du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Alles okay, alles gut.
Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Gut. Na komm. Ausschwärmen! Haltet die Augen offen! Diesmal riskiere ich nichts, mein Freund. Diesmal riskiere ich nichts. Er hat mich nicht gesehen. Wieder frage ich mich wieder. Kampf in Kürze. Hang ein, wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Sichert den Bereich, Männer. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Linke Seite. Selber schuld. Was sind das für Kreaturen? Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Habe ich mich dadurch mit Gatsch zuschmieren können? Jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum?
Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Hardcore jagen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay, wir haben genug Fähigkeitspunkte da. Das nehmen wir auf jeden Fall. Vielleicht können wir upgraden jetzt. Sehr gut. Ah, da ist die Stadt. So, ich bin wirklich sofort wieder da. Kein Moment. So, oder bin ich wieder? Ich auch. Jonah? Wir sind unten. Na, gut. Da unten. Okay, dann gehe ich darauf. Hat sich schon gelohnt. Warum kann ich noch gehen? Warum kann ich nicht laufen? Das gibt's ja nicht. Komisch. Spring.
muss ich da wieder hinhatschen. Was habe ich getan? Verdammt, jetzt muss ich wirklich hinlaufen. Oder schwimmen. Ja, in dem Fall eh. Muss er besser weggeben. Na komm, ich kann jetzt ja nicht nochmal alles durchlaufen. Verdammt. Das ist ein Lagerfeuer, okay, passt. Das macht alles. Macht auf jeden Fall alles leichter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Schade. So, oder la. Gehen wir wieder daher. Und genau verkehrt. Ich war. Okay, schneller durch den Gatsch. Na haha, ich will sehen, dass du das machst. Na locker. Mhm. Durchs Wasser ist schon schwer. Jonah? Wir sind unten. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Jo, ich würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Ich danke jedem Zuschauer, der zugeschaut hat. Ich auch natürlich. Obwohl von den Zuschauern zwei Zuschauer sicher wie alleine sind. Durchs Tablet und das Telefon, was läuft. Danke an die anderen fünf. Razer, danke wieder fürs Mitmachen, fürs Helfen. Ganz genau, so ist es. Und wir werden auf jeden Fall fix wieder nächstes Wochenende spielen. Spätestens. Freitag, Samstag werden wir sicher spielen. Spätestens.
Razor, gute Nacht. Die anderen auch, gute Nacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye, bye, Leute.